Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry. In der letzten Folge haben wir uns unsere Sense Osiris geholt. Du da! Hinter ihr her! Dort unten! Blockier die Türen! Nun mach schon! Und jetzt können wir... Jetzt können wir uns durch solche Gitter durchschnitzeln. Ja. Nee, hier sind wir hergekommen. Hier geht's lang. Können wir uns hier irgendwas holen? Ja, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Der Zerspalter. Rotor ist natürlich eine geile Fähigkeit, vor allem mit Reißwolf. Und dann können wir das halt immer länger halten. Und so können wir die Gegner schön in der Luft halten. Wenn wir es denn so wünschen. Ja, sehr cool. Schön durchgeschnitten. Ja, das geht. Eine blaue Rose. Oh. Kennst du meinen Namen? Woher kennst du meinen Namen? Heute ist es mal wieder am Ruckeln. Aber für mich halt nicht. Warum? Wo sind wir schon wieder aus? Ist auf jeden Fall besser jetzt. Ja. Die Ophion Engelsschwung. Indem du die Ophion-Peitsche auswirfst, kannst du Gegner oder Gegenstände ergreifen und Dante zu ihnen hinheben. Ja, das ist eine Fähigkeit, die hätte ich auch so sehr gerne. Tschüss. Ja.
Das Schöne ist, gegen die Viecher kann man das schön nicht normalerweise aufbauen. Komm, go! Eine Konzeptzeichnung. Ja, stimmt, man konnte ja, wenn man in der Luft ist, Gegner zu sich hochziehen. Warum stehst du dicht am Rand? Und warum ruckelt das immer bei euch? Ich bin schon nicht mehr im Vollbild. Ich muss bestätigen. Ups. Ab und da komme ich. Ah ja, jetzt können wir das hier. Das wird später ein bisschen assi, sag ich mal, wo man dann halt zwischen den Sachen hin und her schalten muss. Das Schöne ist, ich kann, wie ihr ja seht, den linken Trigger gedrückt halten und dann mit dem rechten schnell wechseln. Andersrum geht's natürlich auch. Entzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, danke. Du bist kein Mensch. Nein, wir sind kein Mensch. Rotorabwehr. Ja, das ist das, was ich gerade gezeigt habe. Du hast dein Schild ja noch. Komm ran. Na also. Mittlerweile können wir ganz gut Kombos reinhauen. Reinhauen. Meine Güte. Wieder ein Bild. Noch ein Ich erinnere mich an meine Mutter. Ihr Name war Eva. Sie gab mir das. Ich hatte auch einen Bruder. Wir waren eine Familie. Ich hatte keine Ahnung von der Gefahr, in der wir uns befanden. Die Dämonen fanden uns. Als sie einbrachen, sah ich ihn. Ja.
Sie opferte sich, damit wir fliehen konnten. Ich werde nie vergessen, was er ihr antat. Er hat seiner Mutter das Herz herausgerissen. Unser Vater, Sparda, schaffte mich und meinen Bruder fort. Er trennte uns, versteckte uns unter den Menschen, ließ uns vergessen, um uns zu schützen. Deshalb wussten wir nichts mehr. Bis jetzt. Doch wer ist der Bruder? Manch einer kann es sich vielleicht schon denken, manch einer vielleicht nicht. Hier geht's abwärts. Destroy. Nichts wie raus hier. Durch die Ranzieh-Animation konnte ich nicht mehr springen. Ja, hier lang. Und ja, runterfallen macht hier Schaden. Oh, ja. Da darf man nicht lang. Immer weiter. Und da sind wir zurück. Du bist mein Bruder. Zwillingsbruder. Ich habe schon seit langer Zeit nach dir gesucht. Die haben wir von unserer Mutter. Ich glaube, sie hatte eine Vorahnung, dass wir aufeinandertreffen würden. Und unser Vater, Sparda? Verbannt, für immer. Man sagt, es wäre schlimmer als der Tod. Und er kann niemals zurück. Ich will mehr wissen. Woher kommen wir? Was ist mit uns passiert? Und vor allem, wer ist für all das verantwortlich? Ja, so etwas über seine Vergangenheit zu erfahren, ist schon heftig. Er hat gelernt, seine Mutter ist ein Engel, die getötet wurde durch Herzherausreißen. Sein Vater ist ein dämonischer Verräter, der verbannt wurde, was schlimmer ist als der Tod. Meine Fresse, haben wir viele Seelen übersehen. Und wir sind einmal gestorben. Oh. Das sind wahrscheinlich zwei Punkte, die gefehlt haben. So, einen Fertigkeitspunkt haben wir. Könnten wir jetzt einen Reißwolf 2 machen. Ja, das ist dieses Mitreißen, wo ich Gegner hochziehen kann. Und Niederreißen ist, wo ich... Also... Strähne ist sowas. Naja, wenn Osiris ununterbrochen Gegner trifft, wird sie mit dämonischer Energie aufgeladen. Sobald sie vollgeladen ist, fügt sie mit allen Angriffen Bonusschaden zu. Und dann geht einfach der Schaden hoch. Ja, die Ausweichmanöver, die habe ich noch nie hinbekommen.
Abrechnung. Können wir treten, Absprung. Wir werden eh mit Rebellion die meiste Zeit kämpfen. Vorerst. Dieb können wir mal nehmen. Und ein Gesundheitskreuz kaufe ich mal. Damit haben wir mehr Leben. Blutsverwandtschaft. Erinnerst du dich an diesen Ort? Ja, ich war hier schon mal. Mutter war immer mit uns hier. Erzähl mir alles. Manche Dinge ändern sich nie. Schon immer gab es Engel, schon immer gab es Dämonen. Und schon immer gab es Krieg zwischen ihnen. Vor 9 Jahrtausenden erhob sich einer der Dämonen durch die Ränge, um die Macht über die dunklen Horden zu ergreifen. Der stärkste, der grausamste von ihnen. Mundus. Aber Mundus stand nicht alleine. An seiner Seite war sein treuster Feldherr, sein Blutsbruder. Sparda. Oh, doch Sparda hinterging ihn. Er verliebte sich in einen Engel, Eva. Die geheime Verbindung zwischen Engel und Dämon war unvorstellbar. Aber es geschah. Und so kam neues Leben. Zwillingsbrüder. Du und ich. Die kämpfenden Rassen der Engel und Dämonen in sich vereinend. Als Mundus von Spardas Verrat erfuhr, kannte seine Wut keine Grenzen. Er jagte die Liebenden. Eva tötete er mit eigenen Händen. Und Sparda erfuhr ein noch schrecklicheres Schicksal. Endlose Folter und Schmerzen. Doch obwohl Eva ein Ende gesetzt und Sparda auf ewig eingesperrt war, war der Grundstein für ihre Rache bereits gelegt. Den Legenden zufolge sind die einzigen, die einen Dämonenkönig vernichten können, ein Hybrid aus Engel und Dämon, Nephilim. Und diese Hybriden gibt es nun, dich und mich. Ist halt nur die Frage, ist das das unreinste oder das reinste Wesen? Mundus glaubt, dass nur ein Kind geboren wurde. Doch es gab zwei. Beide Nephilim wurden gut versteckt. Und Sparda wappnete seine Söhne. Rebellion für Dante. Und Yamato für Virgil. Also tötete Mundus unsere Mutter und sperrte Vater ein? Ja. Und wir sind der Nachwuchs von Engeln und Dämonen. Dämonenvater und Engelsmutter. Wir sind Nephilim. Die einzigen, die den Dämonenkönig bezwingen können. Gut. Wie? Ein Aufklärer. Verdammter Dämonenhelfer. Du wirst in den Limbus gezerrt. Ich suche Cat, sie holt dich wieder raus. Halt durch! Und wieso werden nur wir in den Limbus gezogen, wenn er auch ein Nephilim ist? Ich weiß nicht, warum ich in den Sequenzen überhaupt gut hören kann, wenn es so laut ist. Das Stilrangsystem. Das Stilrangsystem bewertet, wie cool du kämpfst. Jede ausgeführte Aktion produziert Stilpunkte. Wenn man dieselbe Aktion mehrmals nacheinander wiederholt, wird ihr Wert verringert. Verdiene dir Boni durch stilvolle Leistungen, wie Gegner zu töten, ohne dabei Schaden zu nehmen, Angriffe abzuwehren, lange Luftkombos auszuführen und weiteres. Der Stilrang repräsentiert einen Multiplikator, der auf alle Stilpunkte angewendet wird. Er erhöht sich, während du Punkte verdienst und fällt, wenn du Schaden nimmst. Deine gesamten verdienten Stilpunkte innerhalb der jeweiligen Mission. Umso mehr Stilpunkte du erreichst, desto höher wird deine Missionspunktzahl sein.
können wir hier mal. Ah ja, jetzt kann ich auch mal den Querschläger zeigen. Die zucken nämlich so schön zwischen den Gegnern hin und her. Hehehe. Ah, so einer. Ein Verwüster. Stylish Combo, Flawless Kill Streak. Gibt ein paar schöne Punkte. Ja, aber da haben wir noch was. Und zwar so eine grüne Eiterbeule. Denn eine grüne Kugel stellt sofort einen Teil von meiner Lebensgesundheit wieder her. Lebensenergie oder wie auch immer. Warum kommen wir gar nicht ran? Kommen wir hier überhaupt hoch? Aktuell nicht mehr. Hier hinten gibt es auf jeden Fall schon mal. Schlüssel. Nein, hier raus kommt man nicht. Das Problem ist, so ein Gesundheitskreuz kostet jetzt schon 2000. Ich sammle die Dinger hier nur ein, was ihr dann habt. Oh. Das war's mit dem Weg. Kommst du durch? Ich muss einen anderen Weg finden. Und natürlich kommen jetzt noch mehr Gegner. Na, jetzt geht's hier weiter. Und noch so einer. Ja.
das war doch mal ein schöner Bild. Wenn ich richtig liege, ist es möglich, jeden Gegner innerhalb einer Kombi zu töten, solange es kein Boss ist. Ja, Mist. Da können wir da nicht rausspringen. Hey, so war's. So, das Ding kommt raus. Noch ein heiliger Gral? Ja, jetzt bekommen wir nämlich noch was. Aber das ist eine kleine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Es wird einfach Heiliger Gral genannt. Es wird nicht irgendwie erklärt, dass es einen Heiligen Gral gibt. Also vielleicht in den Vorgängerteilen, aber hier halt nicht. Dass es einen Heiligen Gral überhaupt gibt. Und wie dieser funktioniert und sowas. Neue Fertigkeit. Engelsschuh. Und damit können wir jetzt auch über größere Lücken springen. Hier irgendwas Besonderes? Nein. Weil mich vor, dass sie diese Aussparung gemacht haben. Und zum Ende hin gleitet man halt mehr. Oder segelt halt langsam runter. Langsam kriege ich Sinn. Und an der Stelle bin ich damals so häufig runtergefallen. Das war nicht mehr lustig. Schub- und Dämonenanker können verbunden werden. Nicht mit B. Die Tür kann nichts. Ich denke hier wieder irgendwas übersehe. Aber ich kann nicht sagen, dass hier wird nicht 100%. Hartos. Fliegende Ratten. Yeah.
Bums. Ah, natürlich bin ich jetzt mit euch, ja. Okay, deren Angriffe kann man nicht unterbrechen. Langsam geht uns das Leben aus. Cat, bin auf dem Weg. Eben wäre gerade nicht schlecht, aber ich will keinen Stern benutzen. Ah, da. Das hier finde ich auch doof. Ich kann ja nicht weiter nach links rüber. Obwohl da eigentlich hätte ein Weg sein müssen. Aber gut. Wir hätten es ja wegbrechen lassen können. Silver Sachs Tower. Die mächtigste Investmentbank der Welt. Und wer leitet sie? CEO Kyle Ryder. Eine menschliche Hülle, das physische Erscheinungsbild von Mundus. Durch Schulden kontrolliert er die ganze Welt. Für Mundus ist die Welt eine Zuchtfabrik für menschliche Seelen. Und er hält sein Vieh gut überwacht und fügsam. Für die Überwachung verantwortlich ist die Raptor News Corporation. Ein globales Netzwerk von Überwachungskameras, Satelliten und Spionen. Das Mittel zur Fügsamkeit ist allerdings etwas hinterhältiger. Was denn? Du trinkst es gerade. Das erfolgreichste Erfrischungsgetränk überhaupt, Virility. Die Rezeptur ist dämonisch. Ist okay. Es hat keine Wirkung auf uns, nur auf Menschen. Lobotomie aus der Dose. Wie gehen wir vor? Das ist das Höllentor. Die Verbindung, aus der Mundus seine Macht schöpft. Solange er mit dem Höllentor verbunden ist, ist er unsterblich. Doch wenn wir ihn fortlocken könnten, würden unsere Schwerter ausreichen. Und wie machen wir das? Seine Aufmerksamkeit wecken. Mundus ist engstirnig und impulsiv. Wenn wir ihn so wütend machen, dass er die Kontrolle verliert, wird er sich uns zeigen. Okay, also um Mundus zu töten, müssen wir ihn vom Höllentor weglocken. Und dazu machen wir ihn wütend. Ganz grob gesagt, ja. Und wütend wird er, wenn wir das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen. Genau. Und womit sollen wir anfangen? Dante ist ein Typ, der tut einfach. Und wir kriegen erstmal unsere Punkte. Doppel-S-Rang für die Skill-Punkte. S-Rang für die Zeit gibt 6-fach-Punkte. Fortschritt leider nur ein A. Keine Gegenstände, keine Tode. Gibt insgesamt einen S-Rang. Und bevor wir in die nächste Mission starten, gehen wir noch in. Naja, jetzt können wir unsere Sachen theoretisch verändern. Aber ich würde gerne noch. Was können wir denn jetzt noch verbessern? Hier nichts. Ja, die Ausweichmanöver mache ich eigentlich nicht. Was ist eine Abrechnung? So, dass ich diese hochschlage. Absprung brauche ich nicht unbedingt. Das sind Schnellstufe. Das ist nicht schlecht. Stachel ist dieses zweimal vorwärts. Das sind 1000 Stich. Ja, damit kann ich es länger halten. Mache ich immer Schnellstufe rein. Und für den Arbiter
Wobei Osiris wäre vielleicht ganz gut. Ich hätte gerne mehr für Fläche. Ah, das ist eine Luftkombo. Strähne. Ah, es wird wieder zweimal vorwärts. Dann nehmen wir schließlich Stufe 2 für mehr Schaden. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Like da. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, denkt ans Abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.